Ja, auffällig ist, dass Kroatien ja sehr stark den Durchbruch in der Abwehr sucht. Sie haben weniger hochgewachsene Spielerinnen, die auch das einfache Tor über den Rückraum suchen, sondern sie haben immer versucht, in die Deckung zu gehen. Ist ihnen auch sehr gut gelungen, weil wir uns weil wir nicht umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben, nämlich auf 8,5 Meter zu agieren. Und die Kroatin, sag ich mal, auf Distanz zu halten. So haben sie immer wieder Durchbrüche gefunden und sind so auch zu einfachen Torerfolgen gekommen. Auf jeden Fall das, die Abwehrarbeit, nämlich das, was wir gesagt haben, raus auf 8 Meter, angreifen, am besten Stopp-Fouls unterbrechen, damit sie gar nicht erst in den Spielfluss kommen. Und wir müssen natürlich sehr viel an unserem Spiel arbeiten. Wir haben nicht so richtig das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, nämlich die Defensive in den Griff zu bekommen und daraus Gegenstöße zu laufen. Das ist das, was uns immer sehr viel Sicherheit gibt. Das ist uns weniger gelungen. Daran müssen wir arbeiten und einfach auch in der Konsequenz vorne im Angriff in die Lücken zu gehen und so eben zu einfachen Torerfolgen zu kommen. Auf jeden Fall, wenn man es so sieht, eine gute Ausgangslage. Wir haben auswärts eben nicht verloren, sondern das Unentschieden geholt. Wir haben jetzt den Heimvorteil. Wir hoffen natürlich, in Hamm eine Halle vorzufinden, wo die Zuschauer uns noch pushen werden, was uns dann den Vorteil gibt. Und wir wollen dieses Spiel gewinnen und hoffen, dass Hamm uns da eine gute Stätte bietet.